Luzern. Wir haben hauptsächlich Milchvieh, dazu noch 130 Mastzäu. Wir haben etwas müssen machen, auch wegen dem Tierschutz. Und dann haben wir uns entschieden, hier mit Milchvieh weiterzumachen und einen neuen Stall zu bauen. Ja, das war von Anfang an wichtig, dass wir die Arbeitsabläufe möglichst einfach gestaltet, dass man das allein gut machen kann. Wir hatten immer schon gerne Heu. Also ich denke, es ist auch für die Kühe gut. Und ja, wir haben uns dazu entschieden, dass wir Heu, Hemd, Mais Mischung machen und im Winter noch ein paar Grassilageballen dazu geben, wo wir im Herbst nicht mehr heuen können. Die Kühe können eine begrenzte Zeit lang nach dem Melken raus. Jede kann eigentlich raus. Und die, die es richtig gut begreifen, das sind die, die auch schön an Roboter gehen. Die kommen da selber wieder rein. Und auch sonst, wir sind überzeugt vom freien Tierverkehr. Und es funktioniert auch gut. Buchen läuft einerseits der Melkroboter, der A4 von der neuesten Generation. Dann haben wir den Leli Vector Fütterungssystem. Und dann haben wir noch kleine Geräte im Einsatz wie der Leli Discovery, der die Spalten dort reinigen und das Weidetor, das den Weidegang dort auch noch automatisieren. Also der automatische Stall mit dem Weidetor, mit dem Grazeway, dort eigentlich das so regeln, dass die Kuh in einem gewissen Intervall, wo sie wieder Melkberechtigung hat, darf sie nicht mehr auf die Weide, dann dort einfach sie wieder zurück in den Stall schicken. Dann darf sie zuerst, sollte sie zuerst melken und dann geht sie wieder zurück ins Tor und kann dann auf die Weide. Die Herausforderung ist halt, wenn wir jetzt wieder 70 Kühe am Roboter haben, dass eben eine Konstanz im ganzen System ist. Das heisst, da vorne haben wir die Konstanz jetzt in dem Fall mit dem Fütterungsroboter gegeben. Es sollte immer Futter, es sollte möglichst ruhig in den Herden sein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir regelmäßige Melkungen haben und immer wieder eine Kuh zu melken kommt. Und da gibt uns schlussendlich eine Effizienz, wo wir 2000 Kilo am Tag melken mit einer Arbeitskraft. Auch beim Roboterbetrieb ist es sehr wichtig, dass an den Kröpf gut gefuhrt wird, dass wir dort gut ausgeglichen haben und eine sehr schmackhafte Ration. Weil nur dann laufen die Kühe optimal, nur dann fressen sie genug TS und sind schlussendlich leistungsbereit. Die Ration, die wir hier haben, die ist auf rund 28 Kilo ausgeglichen. Was sicher speziell ist, ein grosser Anteil Heu, zusätzlich sehr viel Mais, 24 Kilo Mais. Dann haben wir in der Mischung einen Ausgleich, den wir machen mit einem Eiweißkonzentrat, der Maiskleber drin hat. Und nachher dann, je nach Leistung, ein Leistungsfutter, ein Starterfutter mit eher schnellen Kohlenhydraten, dass es zum Mais passt. Wenn man mit dem Weiden startet, insbesondere dort, wo höhere Weideanteile sind, ist es sicher empfehlenswert, dass man Magnesium fuhrt, ein magnesiumreiches Mineralstoff einsetzt, um den Weidetetanin vorbeugen. Zum anderen ist der Blähgefahr auch immer eine gewisse Bedeutung zuzumessen. Gerade in der Übergangsfrist, wenn ganz frisches Gras kommt, ist wichtig, dass man dort schaut, dass die Kühe etwas im Ranzen haben, das Blähen verhindert.